Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 76. Ich bin Mr. Cutter für euer kämpfendes Kaninchen. Und ich glaube, wir haben jetzt unseren letzten. Oder? Oder? Zählst du? Zähle! Okay. Empfehlung erteilt. Berechne. Ausreichende Empfehlungen erhalten. Herzlichen Glückwunsch, Benutzer. Sie wurden befördert. Ihr neuer Rang, General. Aktualisiere Benutzerzugang. Kommandozentralen Privilegien erteilt. Bitte melden Sie sich schnellstmöglich. Ja! Woo! Sehr schön! Ich bin jetzt... Ich habe Speerrüstung bekommen und Fotorahmen die Enklave freigeschaltet. Komm, wir gucken uns mal gerade an. Also, jedenfalls die... Fotorahmen, Raketensilo, Holoband, Enklave-Offizier, what the fuck, 5% höhere Präzision. Ich bin der Tod. Finde in Whitespring Commandant alles über Atombomben heraus. Okay. I am Death. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Und ich war gerade... Ich habe gerade das Kraftwerk verteidigt. Dann habe ich mich hin teleportiert und wurde von diesem legendären Gegner angegriffen, weswegen ich spontan schnell die Aufnahme starten musste. Weswegen das hier gerade so ein bisschen chaotisch für mich und auch vielleicht für euch war. Das geht auf die Stimmbänder. So. Wir könnten jetzt die Quest machen. Abia, möchte ich sagen. West Virginia Coal Miners. Abia. Wir wollen eher mal den neuen Fotorahmen ausprobieren bei diesem schicken Bild hier. Weil die mit der Kralle ist das super. Das ist kein... Das wird eine Fraktion sein. Steht da eine Bruderschaft? Responder? Raider? Freie Staaten? Enklave? Ich bin nicht begeistert von diesen Bildern. Weil ich auch echt schwer... Ja, das ist so doof jetzt. Nein. Ja, Herz. Hab ich mir gekauft. Herzchen! Herz in Enklave! Okay. Die Enklave. Aber das machen wir, wie gesagt, noch nicht. Wir wollen jetzt erstmal noch ein bisschen erkunden. Lass mich hier mal anprobieren. Komm, das probieren wir mal noch an. Wenn wir gerade schon mal hier sind. Wenn wir schon mal gerade hier stehen. Wieso ist der Kopf so groß? Das erinnert mich, das Outfit erinnert mich unglaublich an dieses, ich möchte nicht Horrorspiel nennen, weil es kein Horrorspiel ist. Ich glaube, es lief unter Horror. Ist auch egal. Da, wo man die ganze Zeit lächeln musste. Eine Gesellschaft, also so eine Zweiklassengesellschaft und die obere Schicht musste die ganze Zeit lächeln. Und deswegen haben die auch Drogen genommen, damit die entsprechend glücklich sind, weil sie das natürlich auch fühlen müssen, weil sonst wird man irgendwann wahnsinnig oder depressiv. Ist wirklich so. Man wird wirklich depressiv, wenn man zu lange lächelt. Das ist ein großes Problem zum Beispiel bei Stewardessen. Egal, darum geht's gar nicht. Aber der Kopf ist so groß dafür. Na egal. Wie sieht es denn aus jetzt hier, die letzte Bastion? Ist die nur das? 5% ist schon geil eigentlich. 5% hab ich. Meine Kampf... Warte mal, das hab ich. Ich hab ein... Stärke. Das letzte ist auch nicht schlecht, aber... Die macht 2... Ah, die macht halt richtig viel Rüstung. Komm, wir warten damit mal noch. Das gucken wir uns mal noch an. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Wir bewaffnen uns erstmal richtig. Denn wir wollten noch diese Stadt hier fertig erkunden. Da ist zum Beispiel ja auch noch dahinten einen Bunker, den wir noch erkunden wollen. Und zum Beispiel dieses Haus haben wir... noch gar nicht richtig erkundet hier. Diese ganze Stadt hier. Wir sind ja straight auf die Werkstatt zugelaufen. Da müssen wir doch mal noch ein bisschen gucken, was wir hier noch so haben. Die Häuser sehen aber alle zu aus. Verbarrikadiert, verbarrikadiert. Du bist nicht verbarrikadiert, du bist kaputt. Na gut. Da ist nix. Coffee Shop.
Waffles. Hm. Ja, ja, ja. Nee, ist klar. Ein Coffeeshop und daneben ein Waffelstand. Ne, Genosse Moppel? You know it. Aber drinnen waren wir noch nicht. Wir waren ja immer so oben über die Dächer gekraxelt. Da können wir mal reingehen und schauen, was hier so ist. Ich nehme mir die Halluzinogen-Kanister mal gerade. Ich nehme mal die Foto von der linken Maustaste. Nicht, dass wir uns gleich in die Luft sprengen, weil ich zu trigger-happy bin. Und uns eine Atombombe direkt vor die Füße fällt. Auszusehen natürlich nur. Es ist so dunkel hier. So nebelig. Nicht dunkel, sondern nebelig. Ich mach mal heller. Okay, drinnen nehme ich mal eine andere Waffe. Wir sind Soldat. Nehmen jetzt ein Gewehr. Glaube ich die gleiche. Das haben wir schon. Sie sich schon mal gefragt, ja, wie Sie Ihr Unternehmen wachsen lassen Nein. und Ihre Reichweite auf tausende neue Kunden am Tag vergrößern können? Nein, erzähl es mir. Ich möchte Sie herzlich in der spannenden Welt der Radiowerbung im Skiort Pleasant Valley willkommen heißen. Wir senden rund um die Uhr von Top of the World und erreichen damit die Ohren zahlloser Einheimischer und Urlauber in ganz Appalachia. Radio ist tot. Wurde getötet von Videos. Nichts mehr. Können wir hier noch durch die Tür gehen? Ja. Oh, hallo. Weg. Alles gut. Wir sind relativ nah an einem Lager. Da kann ich gerade erstmal wirklich alles in die Taschen stecken. Je weiter man weg ist von so einem Lager, desto... Jedenfalls ist es bei mir so, desto selektiver werde ich mit dem, was ich mitnehme. Jetzt gerade noch bin ich so. Nehme ich alles mit. Alles rein in die Tasche. Schönen guten Tag. Dann vom Militär. Oh, hallo. Lebst du noch? Oder bist du ein anderer? Du bist ein anderer. Einstellen. Ja, bestell das mal. Ich bin vom Militär, ich darf das. Haben wir noch irgendwas Vorkriegsgeld? Streikbrecher. Pilze, die auf dem Tresen wachsen. Warum nicht? Das hier erinnert mich ein bisschen an ein Gebiet aus... War ja ganz rudimentär aus Fallout 4. Oh, eine Zeitung. Zeta-Invasoren. Free Holotape with this. Wir wollten die Holotapes ja auch nochmal spielen. Fällt mir gerade ein. Oh, die ganzen Holotapes wollte ich alle nochmal spielen. Ist das ein Hilfsmittel? Zeta-Investoren? Investoren, genau. Invasoren? Offensichtlich. Jawohl. Die wollte ich alle nochmal spielen. Das können wir ja mal machen. Das machen wir in der nächsten Folge. Vermutlich merkt ihr das in der nächsten Folge, wenn ich dran denke. Und das passt alles. Räumlich, zeitlich, situativ. Kenn ich schon. Zucker nehmen wir mit. Teerbeeren nehmen wir mit. Industrielles Backfett nehmen wir mit. Neoid. Salz, Pfeffer. Kristalldekanter. Nehmen wir alles mit. Alles rin in die Tasche hier. Gerade Gewürze sind. Damit kann man ja schon ein paar Dinge bauen, die... Oder kochen, die... Hier zum Beispiel, warte mal, ich kann es ja gerade mal sogar zeigen. Solche Dinge wie den Süßkartoffeleintopf kann man da basteln. Und das klingt schon echt nice, ne? Gesundheitsregeneration erhöhen. Hab ich noch irgendwas, was ich aus mehreren Zutaten gekocht habe? Nein! Aber auch da, das Essen, es ist ja nun nicht so, dass man unbedingt kochen muss. Man kann ja zum Glück es auch komplett ignorieren, wenn man das möchte. Wirklich schön gemacht. Wirklich gut gemacht. Ein schöner Design. Nicht nur Entscheidung, sondern auch eine gute Umsetzung, dass man einfach auch komplett mit dem Fertigfraß sozusagen hier durchkommt, ohne dass man sich auch eine Sekunde Gedanken machen muss um die verschiedenen Möglichkeiten der Ernährung, um Kochen und alles Mögliche. Das kann ich komplett ignorieren. Und ich habe davon jetzt nicht den Game-Breaking-Nachteil,
Aber ich kann mir den einen oder anderen kleinen Vorteil verschaffen, teilweise auch etwas größeren Vorteil, wenn ich mich hinsetze und vernünftig koche. Auch das mit den Krankheiten, ne? Ich meine, es ist natürlich schon ein bisschen, wenn ich jetzt das... Ich kann ja auch das Obst und das Gemüse einfach roh fressen und das Kochen komplett ignorieren. Aber dann werde ich halt krank, was aber auch nicht so schlimm ist, weil die Krankheiten auch von alleine wieder weggehen. Ich muss halt nur ein bisschen warten, habe denn eine gewisse Zeit einen kleinen Nachteil. Aber aus die Mocke. Es geht. Und das ist echt gut gemacht. Das ist wirklich schön gemacht. Muss ich die Macher echt mal loben. Ich lobe sie, glaube ich, weiß nicht, zu wenig, weiß ich nicht. In dem Bezug, dass einfach viel, viele Leute das Spiel doch ein bisschen haten, was ich nicht nachvollziehen kann. Aber das hatten wir auch schon ein paar Mal, dass ich das nicht nachvollziehen kann. So, wir haben eine neue Notiz. Ein Bauplan für die Harpunenkanone. Jawohl, sehr schön. Oh, noch ein. Na, das kennen wir jetzt schon. Ein persönliches Terminal von Sal. Wer ist Sal? Persönliches Tagebuch. Eröffnungstag. Der Eröffnungstag ist da. Ich kann es fast nicht glauben. Die Farbe ist kaum getrocknet, aber wir sind tatsächlich bereit, Sandwiches an die Jungs zu verkaufen, die Automaten in den Minen betreiben. Was sagst du jetzt, Dad? Du hättest doch nie gedacht, dass ich noch für irgendwas gut bin, als ich in der Mine aufhörte. Dieser Jefferson wird in einem tiefen, dunklen Loch zugrunde gehen. Du hast nie an meine Leidenschaft geglaubt, aber mir immerhin beigebracht, wie man ein klasse Sandwich macht. Jetzt müssen wir nur noch bekannter werden. Aha. Natürlich, ne? Neue Arbeitsplätze. Wobei die auch garantiert an die Arbeiter, an die Minenarbeiter verkauft werden könnten, die Sandwiches. Was für ein Monat. Die Registrierkasse unten wurde schwer beansprucht. Grace hat uns den Allerwertesten gerettet, als sie die Bestellung entgegengenommen und den Laden geschmissen hat. Es war der absolute Wahnsinn für uns beide. Aber ich könnte nicht glücklicher sein. Dads altes geheimes Familienrezept ist der eigentliche Held. Wir haben die Cranberries fast schneller verbraucht, als wir sie ankarren konnten. Aber sie sorgen eben für dieses gewisse Etwas beim Geschmack, was die Kunden wiederkommen lässt. Ein Sandwich-Monopol in dieser Stadt zu haben, schadet natürlich auch nicht. Ich hätte es fast nicht geglaubt, als ich sein Schild ein paar Schritte entfernt hochgehen sah. Papa Moe's Super Sandwiches? Auf einmal, wer zum Teufel ist Moe? Charlie hatte noch nie einen Moe in seinem Leben, von dem ich weiß, was? Zumindest nicht, als ich mit ihm ein Klassenzimmer teilte. Dieser Schleimer hat in seinem Leben noch nie einen ehrlichen Dollar verdient und er hat nicht nur den Nerv, einen eigenen Laden zu eröffnen, sondern auch noch direkt gegenüber. Und nicht nur das, sondern obendrein wirbt er auch noch für Cranberry Sandwiches. Aber er kommt gegen mein Rezept nicht an. Er wird zum Gespött der Stadt werden. Ich glaube, dein Geheimrezept, Mr. Krabs? Was geht hier ab? Seit 2 Monaten im Geschäft und nun jetzt den 2. Monat im Minus. Seit 2 Jahren im Geschäft. Ich will mir nicht mal mehr meine Unterlagen ansehen, geschweige denn auf den neuesten Stand bringen. Ich habe so viel hier reingesteckt. Und doch ist es nicht genug. Was macht Charlie nur? Was tut er in seine Sandwiches rein? Ich habe eins probiert und so schwer es mir fällt, es einzugestehen. Es schmeckt besser als meine. Aber warum nur? Was macht er in die Soße rein? Was auch immer es ist. Beckley fährt voll darauf ab und kann gar nicht genug bekommen. Ich muss rausfinden, wo er seine Zutaten herbekommt, sonst bin ich erledigt. Nicht zu fassen, dass ich auf Chucklehead Charlie abfahre. Grace ist weg. Ich kann sie nicht verübeln. Kann sie sowieso nicht bezahlen. Hab's seit Wochen nicht geschafft. Und ein Schuldschein wird die Miete nicht decken. Ich hätte sie natürlich gerne irgendwo anders als auf der anderen Straßenseite gesehen. Ich bin fast umgefallen, als ich sie gestern mit dem idiotischen Logo von Papa Moe erblickt habe. Das war's. Ich fahre heute Abend dem Truck hinterher. Ich weiß, dass er die Cranberries bringt, aber ich habe keine Ahnung, wo sie herkommen. Ich habe jede Zutat in seinen Sandwiches untersucht und frage mich nur, welche Cranberry-Sorte er verwendet. Nukula! Das Wort heißt Nukula! Unglaublich! Charlie macht es wirklich. Er benutzt verstrahlte Cranberries für seine Sandwiches. Ich wusste, dass er schleimig ist, aber ich hätte nie gedacht, dass er so tief sinken kann. Ich konnte es nicht glauben, als ich den Truck in den verlassenen Steinbruch im Moor sah. Strahlungswarnschilder überall und er fuhr mitten hindurch. Ein paar Stunden später kam er dann mit vollgeladen wieder raus und fuhr dann zu Charlie. Es war schlimm genug, dass er mich aus dem Geschäft drängte, aber Beckley vergiftetes Essen zu geben ist wirklich das Letzte. Ich kann es kaum erwarten, sein Gesicht morgens früh zu sehen, wenn ich ihn damit konfrontiere.
Ja, ob der Tatsache, dass es keinen weiteren Eintrag gibt, glaube ich. Gab es ein Datum? Nein, es gab keine Daten. Aufzeichnungen. Minus 2500 Dollar. Aktueller Verlauf. Es gab. Ging nicht weiter. Oh. Oh. Tja, nun, also, wir haben hier noch was? Geht's in die Küche? Was? Ich habe keinen Hacker-Skill? Warte mal. Ich nehme erstmal das wieder weg hier. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Ist mir egal. Wir tauschen das gleich wieder aus. Ich bin für Raccoons. Oh, Raccoons sind immer die Antwort. Wieder weg. So. Hallo. Was haben wir hier? Tür schließen. Eine Kiste mit Babyflaschen. Was? Wieso ist das hier offen? Ich hätte jetzt halt hier hinkommen können. Und eine Zahnbürste. Gehen wir mal hier rüber. Ich hätte wirklich jederzeit einfach reingehen können. Toll, jetzt bin ich wieder auf dem Dach. Will ich nicht. Bin ich aufs Dach. Warte mal, gegenüber, sagte ihr. Also da? Dann würde es das da sein, ne? Oder? Bakery? Die Bakery ist zu. Das hier wird es sein. Books? Oder? Sölz? Oder das ist hier? Gunshop. Das wird es sein. Das ist bestimmt das Essen. Okay, es wird hier sein, aber da kommen wir nicht rein. Ist zu. Na, wenn es zu, dann zu. Gucken wir nach da. Da geht's zum Bunker. Da wollen wir doch eh hin. Gucken wir noch ganz kurz hier entlang, aber das sieht auch alles zu aus. You mine it, Automat. Ach, das wollte ich auch mal machen. Das wollte ich ja auch mal machen, fällt mir gerade ein. Ach, ja. Alles Dinge, die wir noch machen wollten. Habe ich eigentlich noch eine? Oder ist die irgendwann ver... Habe ich die weggepackt? Habe ich die... Ist die ausgelagert? Es ist eine Notiz. Offensichtlich habe ich sie ausgelagert. Pass auf, den kaufen wir jetzt einfach einen. Habe ich ja nicht. Ich nehme die Baggerkarte. Keine Ahnung wozu. Einfach, weil ich es kann. Na, lass mich mal durch. Ein Wasserturm. Da sind die Animaniacs. Überall hier Protestschilder. I want to work. Ich möchte arbeiten. Es gibt Studien. Ich habe mal von Studien gehört. Ich habe sie selbst nicht gelesen. Aber ich habe Zusammenfassungen darüber gelesen. Dass es 80%... Ich glaube, es waren um die 80%. Lass es 60 gewesen sein. 70, 80, 85. Kein Plan. Aber... Ein deutlicher Anteil der Leute würden auch arbeiten, wenn sie es nicht finanziell müssten. Also wenn man sozusagen durch irgendwelche anderen Einnahmequellen gut verdienen würde, würde man trotzdem nach arbeiten gehen. Klar, vielleicht ein, zwei Monate oder ein halbes Jahr oder wie auch immer erstmal chillen und reisen und sowas und erkunden die Welt und sowas. Aber dann würden die meisten Leute wieder zurück an die Arbeit gehen, selbst wenn sie keinen finanziellen Grund mehr haben, das zu tun müsste, also dass man das tun müsste, würden sie es trotzdem tun. Einfach aus dem Drang heraus, produktiv für die Gesellschaft zu sein und auf der anderen Seite auch, um die sozialen Kontakte zu haben. Also das ist ja schon, Arbeits ist ja auch eine soziale Kontaktquelle. Das bedeutet, dass die Leute... Oder viele Leute nicht nur für Geld arbeiten, sondern auch aus dem eigenen inneren Antrieb heraus. Also, es ist so diese Produktivität, dieses gesellschaftliche von Nutzen sein, ist etwas, was für ganz, ganz viele Leute wirklich wichtig ist. Klar, es gibt immer die 10, 20, 30% Schmarotzer. Oder die Schmarotzer klingt so abwertend. Aber jene, die halt nicht zwingend unbedingt produktiv sein wollen von sich aus, muss man auch sagen, pff, wieso nicht, wenn es genug Leute gibt. Da wirkt ja auch dann Digitalisierung und Automatisierung, um die
benötigte Arbeitskraft, um unseren Wohlstand zu halten, wird ja eh immer geringer. Ne? Also das ist ja nicht so, dass man jetzt heutzutage alles noch per Hand selbst klöppelt, sondern viel wird ja auch automatisch gemacht oder durch Computer vereinfacht, sodass dort dann vielleicht sogar wirklich auf diese 20-30% Arbeitskraft verzichtet werden könnte. Weiß ich nicht, da habe ich jetzt wieder keinen Plan von, aber ich habe es gelesen, fand ich ganz interessant. Dass da doch so viele Leute ihren Inhalt, ihren Lebensinhalt, nenne ich es jetzt einfach mal, produktiv sein, im nützlich sein für die Gesellschaft. Wobei das eh so ein Ding ist, ne? Was ist nützlich für die Gesellschaft? Ich weiß, das ist jetzt gerade ein komplett skurriles Thema, wenn wir hier in einer nuklearen Apokalypse sind, aber die Frage, sei nützlich für die Gesellschaft, ist ein, ist jemand, der ein Bett baut, ist der nützlich für die Gesellschaft? Ich glaube, da kann man sich relativ leicht auf ein Ja beeinigen. Ist jemand, der Brot backt, nützlich für die Gesellschaft? Auch da lässt sich relativ leicht ein Ja finden. Ist jemand, der Kuchen backt, nützlich für die Gesellschaft? Kuchen ist nicht zwingend so nötig. Oder Schokolade oder Bonbons sind jetzt nicht so überlebenswichtig. Sind die dann nützlich für die Gesellschaft? Schon, weil es ja irgendwie auch für die seelische Gesundheit wirkt. Sind denn Ärzte nötig oder nützlich? Auch da wieder relativ schnell ja. Wie ist das denn aber jetzt zum Beispiel mit Pflegern, mit Pflegekräften? Die machen ja nun die Leute, also ein Arzt macht Leute wieder produktiv. Also du hast jetzt Bein gebrochen, der Arzt sorgt dafür, dass das wieder vernünftig heilt und du wieder arbeiten kannst. Du hast dir eine Erkältung eingefangen, der Arzt und der Apotheker geben dir Medikamente, damit du schnell wieder produktiv sein kannst. Eine Pflegekraft, die zum Beispiel alte Leute pflegt, sorgt nicht für eine neue Produktivität der Leute. Also da wird Energie, Produktivität, potenzielle Produktivität entfernt aus dem Pool, die dann entsprechend so genutzt wird, um Leute, die nicht mehr produktiv sind und noch niemals wieder produktiv werden, einen angenehmen Lebensabend zu führen. Ist also eigentlich nicht produktiv, aber ich glaube, auch da sind wir uns alle sehr, sehr einig, dass das ein, also Kudos, großen, tiefen Respekt, wirklich, ernsthaft, jetzt ohne Witz, ich meine, ich mache manchmal ein paar bösere Witze oder ein paar blödere Sprüche, aber tiefsten, ehrlichsten Dank an alle, die in sozialen Berufen, in Pflegeberufen, in Begleitung, in allem, was irgendwie Leuten hilft, die alleine es nicht mehr können, sei weil sie krank sind, sei weil sie zu alt sind, sei es weil sie, ne, also Leute, die dafür da sind, die wirklich nicht etwas produzieren und auch nicht helfen, dass jemand etwas produzieren kann, sondern wirklich da sind für Leute, die es brauchen. Die Leute, die wirklich auf Hilfe angewiesen sind. Großen, großen, großen Dank an die Leute, die dort entsprechend diese Pflegetätigkeiten, diese sozialen Tätigkeiten, die Unterstützungstätigkeiten ausführen. Vor allem, wenn man bedenkt, wie beschissen dieser unglaublich wichtige Beruf oder diese wichtige Gruppe von Berufen bezahlt wird. Das muss man noch dazu sagen. Wenn man guckt, Krankenschwestern, Altenpfleger, Kinderpfleger, diese ganzen Sachen, wie schlecht die bezahlt werden. Egal. So, da wollte ich ja eigentlich gar nicht hinaus, aber das musste ich mal gerade echt rauslassen. Und wenn ihr, ganz ehrlich, ich weiß, es gucken echt nicht viele, aber es ist mir auch nicht wichtig, aber wenn ihr jemanden kennt, sagt, der sowas macht, sagt ihm Danke. Sagt ihm einfach Danke. Einfach, na, danke, dass du das tust. Ich glaube, die hören das viel zu selten. Ich glaube wirklich, dass sie das viel zu selten hören, diese ganzen... Egal, so, und jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter und sagen, Künstler, wie ist das mit Künstlern? Sind die produktiv? Sind die nötig für eine Gesellschaft? Für den Erhalt einer Gesellschaft? Für die Stabilität einer Gesellschaft? Also wie nötig, und natürlich sagt man Fußballer und Musiker und Zeichner und Maler und sowas und Filmschauspieler, Theaterdarsteller. Natürlich würde jeder sagen, ja gut, mach doch, ist doch, ne? Aber sind denn, also, das, worauf ich hinaus möchte, ist, dieses Ding von produktiv für eine Gesellschaft sein, ist sowieso dermaßen weit und schwer zu fassen, finde ich persönlich. Da fällt doch eigentlich alles drunter. Finde ich jetzt. Wenn du nur keinem auf den Sack gehst. Ist ja schon mal produktiv. Also,
Also ganz ehrlich, die Leute, die... Also... Da gibt es ja auch einige, die nur auf den Sack gehen wollen oder dann halt nur destruktiv sind und damit anderen die Lebensfreude... Was bist du? Mottenmann! 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 Hey! Schade, ich hab gehofft, dass ich ihn töten kann. Mottenmann, den man nicht töten kann. Okay, sorry, ich musste, das war jetzt auch ein bisschen zu abwegig vielleicht oder ein bisschen unpassendes Thema mit Produktivität. Aber ich finde halt einfach, dass es eine Gesellschaft kann, glaube ich, auch ein paar nicht produktive Leute verkraften. Und denn, seien wir mal ehrlich, ich glaube, wir kennen alle solche Leute, die nicht produktiv sein wollen, die einfach chillen wollen, die keinen Bock haben. Und wenn man die zwingt zu arbeiten, wird es eh nicht produktiv. Also das ist jetzt auch nicht so, man sagt so, oh, jetzt hast du der Gesellschaft aber einen großen Dienst erwiesen. Also dann musst du da eh wieder drüber gucken oder es ist irgendwie schnell, schnell gemacht und es ist kacke und so. Also, ja, aber na gut. Das ist... Jetzt geht schon wieder in Politik und das möchte ich nicht. Das muss ich hier verlieren. Fand ich, hatte ich nur gelesen, fand ich ganz interessant. Und weil ich gerade das Schild gesehen habe mit I want to work. Zu ihrer eigenen Sicherheit werden Demonstranten angewiesen, das Gebiet zu verlassen. Ich bin kein Demonstrant, möchte ich vielleicht mal ganz kurz sagen. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Hallo! Schade, ich habe den anderen Laden nicht gefunden. Ich hätte gerne auch die ganze Sache aus seiner Sicht gelesen. Hier ist nix außer verkohlte Boote. Okay, das heißt, wir haben diese Stadt erkundet und ich glaube, hier ist auch nichts mehr. In die Richtung kommt jetzt nur noch auf lange Sicht dann bald der Camden Park. Wir können ja mal noch ein bisschen in die Richtung gehen. Da unten ist noch irgendwas. Eine Scheune. Da gucken wir mal noch hin. Aber ich glaube, könnte das schon der Camden Park sein? Nee, das ist noch nicht der Camden Park. Doch, das ist ja da schon der Camden Park. Ist das schon der Camden Park? Was ist das? Ah, cool. Pilzer. Verteidige. Och, nö. Och, nö, das möchte ich nicht. Das ist mir jetzt egal. Darauf habe ich keine Lust, keine Lust, keine Lust. Ist hier vielleicht eine Werkstatt, um Dinge zu verkraften? Denn ich bin ein bisschen überladen, wie man vielleicht sieht. Ist hier eine Werkstatt? Werkstatt, Werkstatt? Bist du eine Werkstatt? Du bist keine Werkstatt. Ist hier hinter eine Werkstatt? Manchmal stehen die ja hier so. Hier ist nix. Dann sprinten wir mal schnell, soweit wir schnell und sprinten in diesem Zusammenhang verwenden können. Hier rüber und da ist, da drüben im Camden Park ist auf jeden Fall eine Crafting Bench. Und das ist ja gleich gegenüber. Hier ist ja schon, man sieht es ja schon, da sieht man ja schon die Achterbahn. Ich glaube, da ist... In der Achterbahnanlage ist auf jeden Fall einiges. Das ist ein Rüstungswerkbank und ein Power-Rüstungsständer, glaube ich. Ich glaube, hier vorne war auch gleich eine irgendwo. Und dann gehen wir wohl und laden Sam. Oder wollen wir... Komm, wir gehen. Wir lassen Sam. Ich muss mir die depressive Geschichte von Abby echt nicht geben gerade. Da. Aha, da ist es. Sehr gut, genau das habe ich gesucht. Oh.
Okay. Kann ich laufen? Kann ich mich dann wegteleportieren? Dann teleportieren wir uns nämlich zum Whitefang-Bunker und machen mal das. Dann haben wir nämlich da schön einen Runden. Wir haben jetzt die... am Anfang der Folge die letzte... benötigte Empfehlung bekommen. Und holen uns jetzt gleich mal die... Zugangscodes für den Bunker. Beziehungsweise nicht Bunker, sondern für die... Atomsprengköpfe. Kriegen wir die jetzt gleich? Was kommt da jetzt? Was kommt da? Zeige es mir, Spiel. Hallo. Jetzt muss ich ja nochmal ganz durchlaufen. Ach nee, es gibt ja den Fahrstuhl runter. Wo war der Weg in das Militär, in den Militärbereich? Wo war der? Wo ging der lang? Ich weiß es nicht mehr. Finde ich bestimmt. Finde ich garantiert. Finde ich ganz schnell. Ah, es wird ruckzuck gefunden werden. Teleportation. Auf die Tür. Komisch, das ist kein... dass sie hier kein... oder gibt's vielleicht auch einen Weg von außen direkt rein? Bei den... Bei den Schwestern der... ach, wie hieß das? Mysterien? Da gab's ja diese Möglichkeit über den... Außentunnel schneller reinzukommen. Ja. Lass mich hier durch. Lass mich durch. Ich bin General. Abwärts. Da lang? Was projizieren? Ich mach mal das Licht aus. Administration? Nee. Was passiert da? Wo geht's hier hin? Production. Medical Base Science. Production Service Exit. Communication? Nee. Glaube nicht. Oh, geil. Wäre das jetzt HD? Medical Base Science Production. Da oben. Military Wing. Sofort Exit. Ist vielleicht doch ein extra Weg? Hallo! Muss ich nochmal mit dir reden? Muss ich nochmal was tun? Die Auseinandersetzungen zwischen unseren früheren Mitgliedern waren in diesem Bereich besonders heftig. Den aktuellen Zustand zu erreichen, war keine leichte Aufgabe. Okay. Ich gehe mal zum Kommando. Haha! Haha! Wieso sind hier Roboter drin? Willkommen, General. Dies ist die Kommandozentrale. Dieser Ort diente vielen Zwecken. Waffenkammer, Archiv, Bildungszentrum. Doch seine wichtigste Aufgabe bestand in der Verbindung zu den Atomraketen in der Gegend. Generäle wurde ein kurzer Trainingsplan entwickelt, um sich mit den Atomraketen, ihren Kapazitäten und Gefahren vertraut zu machen. Okay. Begeben Sie sich bitte zu den Plakaten an der gegenüberliegenden Wand, wenn Sie sich für die Feinheiten interessieren. Nö, Atomwaffen das nicht. Wenn Sie direkt einsteigen möchten, wenden Sie sich einfach an eines unserer Kommandoterminals. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte sie stilllegen. Erstmal haben wir hier ein Repco-Überwachungsterminal. Nur das Kommandoterminal, das machen wir nicht. Wir werden uns das gleich angucken. In progress, in progress, in progress. So. First person. Nuclear Keycards. Okay. Seien Sie gegrüßt, General. Willkommen zu Ihrer Trainingssitzung für den Start von Atomraketen. Auf den nächsten 4 Plakaten bringen wir Ihnen alles bei, was Sie wissen müssen, um das automatische Startsystem in Appalachia nutzen zu können. Im Rahmen Ihrer Einweisung sollten Sie eine Atomraketenschlüssel
Während eines tatsächlichen Raketenstarts müssen Sie die Karte in den ausgewiesenen Schlitz einführen, bevor Sie den Startcode eingeben. Die Karte wird danach einbehalten. Zusätzliche Karten werden automatisch ausgegeben, wenn sich der DEFCON-Status der Nation weiter verschlechtert. Informationen zur Abholung der zusätzlichen Karten erhalten Sie bei Ihrem Logistikoffizier, falls sich die Umstände ergeben sollten. Und sie haben sich ergeben. Der vom General erwähnte DEFCON-Status befindet sich aufgrund der Taten unserer früheren Gäste schon seit einiger Zeit auf dem Maximum. Das Positive daran ist, dass oftmals Schlüsselkartenkonvois irgendwo in Appalachia unterwegs sind. Wir setzen gerne unsere wiederhergestellten Überwachungsinstrumente ein, um Ihnen beim Aufspüren zu helfen. Greifen Sie auf ein beliebiges Terminal des Überwachungssystems zu, um mit Ihrer Suche zu beginnen. Ja, DEFCON 1 ist also die höchste Stufe und ich habe schon so etwas. Das ist nämlich, glaube ich, das hier, ne? Atomraketen-Schlüsselkarte. Davon habe ich schon eine. Ich weiß nicht, woher. Hallo! Doch, von solchen Bots. Genau, aus diesen Kisten kriegt man die. Stimmt. Um eine missbräuchliche Verwendung der automatischen Raketensilos in Appalachia zu verhindern, wurden die Sicherheitsmaßnahmen des Atomarsenals in der Region weit über alle bisherigen Standards hinaus erhöht. Für jedes Silo gibt es einen speziellen 8-stelligen Startcode, der eine Woche lang gültig ist. Diese Codes sind in 8 einzelne Zahlen, Buchstabenpaare aufgeteilt, die jeweils von einem zugewiesenen Offizier mitgeführt werden, der den strengen Befehl hat, seinen Codeabschnitt mit dem Leben zu verteidigen. Die Reihenfolge der Zahlen wurde mit mehreren Methoden chiffriert, um eine unzulässige Nutzung zu verhindern. Die speziell ausgebildeten Dechiffrierer des Bunkers stellen dem Offizierskorps den Code zur Verfügung, nachdem er wöchentlich neu ausgegeben wird. Es dürfte Sie nicht überraschen, dass die Dechiffrierer tot sind. Was? Es liegt an Ihnen und den anderen Mitgliedern, die Startcodes der jeweiligen Silos zu dechiffrieren, bevor sie erneuert werden. Wir können Ihnen dabei aber vielleicht helfen. Wir haben alle Informationen, die wir über die Codes und ihre Verschlüsselung finden konnten, in den Archiven abgelegt. Wir vermuten, dass die Tafeln an der Wand etwas mit der Arbeit der Dekodierer zu tun haben. Was genau, überlassen wir Ihnen und Ihren Landsleuten. Welche Tafeln an der Wand? Wir sind auch gerne bereit, unsere Überwachungssysteme zum Auffinden der letzten bekannten Standorte der Offiziere einzusetzen, die diese Codes bei sich tragen. Begeben Sie sich einfach zu einem unserer Überwachungsterminals. Kann ich mir die... Warte mal, einen habe ich noch nicht. Charlie habe ich noch nicht. Wird der markiert? Nicht, wenn die jetzt markiert. Normalerweise werden die hier markiert, wenn ich die hier so anklicke. Auf solchen Karten. Dann markiere ich die immer auf meiner Karte immer. Massive Strahlungsanomalie ist. Ja, ist ja super. Ist das jetzt auf meiner Karte markiert? Warte mal, Charlie. Auf dem Fest ist es markiert. Ah, Riss Standort Prime, okay. Ja. Ja, hierzu muss man natürlich hier zwei Dinge sagen. Zum Ersten ist es ein bisschen skurril, dass diese Herren das mit ihrem Leben verteidigen sollen. Das bedeutet, man kriegt diesen Code auch im Falle eines nötigen Atomangriffs nur, also wenn die jetzt noch leben würden, ne? Stellen wir vor, wir hätten jetzt noch nicht Postapokalypse, dann müsste man die trotzdem töten? Oder wie sehe ich das? Und das andere ist, das hat Flummi ja schon mal erklärt, schon ganz, ganz schnell, wirklich super schnell, nachdem das Spiel rausgekommen ist, waren Leute in der Lage, mit einem oder zwei von diesen Codekarten den ganzen Code zu dechiffrieren. Also man braucht nicht alle 8 von diesen Schlüsselkarten oder beziehungsweise dechiffrierten Boxen, sondern Codeabschnitten, so ist das richtige Wort, sondern es reichen irgendwie ein oder zwei und dann gibt es die Möglichkeit, das schon direkt den kompletten Code zu dechiffrieren.
was weird ist, und ich hoffe wirklich sehr, dass sie da nachbessern. Also nicht, dass die Dechiffrierung schwerer wird. Es wird immer Leute geben, die das schnell einen Workaround finden. Das ist völlig in Ordnung auch, das ist die Kreativität. Das ist Respekt an die Leute, die so kreativ und schlau sind, dass sie das hinbekommen. Aber es ist halt einfach dem Spielemacher nicht entgegenkommen, weil er hat sich da was bei gedacht auch ein bisschen. Und das könnte man ja so machen, dass zum Beispiel das Team, in dem man ist, 8 dieser Code-Abschnitte im Inventar haben muss. Und nur dann geht es. Finde alle 8 Codes und dann kannst du das erst machen. Und nicht Hauptsache, du hast eine Schlüsselkarte und den Code, sondern du musst ihn auch wirklich physisch haben. So könnte ich mir das vorstellen. Na, guck mal. Die Raketensilos in Appalachia sind mit einem hochentwickelten Roboterkonstruktionssystem ausgerüstet, mittels dessen die Arsenale innerhalb von Stunden wieder aufgefüllt werden können. Die Silos werden von einer Roboter-Spezialeinheit bewacht. Außerdem arbeiten dort einige menschliche Raketentechniker mit besonderer Freigabe. Laut den Sicherheitsprotokollen müssen alle Personen, die ein Silo betreten, jederzeit von einem Raketentechniker begleitet werden. Das Betreten ohne eine solche Begleitung wird als feindliche Handlung angesehen. Ha! Wir hatten keinen Einblick in die Silos selbst, sind uns aber ziemlich sicher, dass keine dieser Begleitpersonen noch lebt. Was? Sobald sie durch die Tür sind, sind sie also auf sich allein gestellt. Was? Das klingt ja total unlogisch. Wer kommt denn auf so eine dumme Idee? Automatisiert mehrere schnell Atombomben wieder bauen. Ach Gott. Aufgrund der hochentwickelten Raketensilos in der Region besteht die hohe Wahrscheinlichkeit eines Nuklearvergeltungsschlages in Appalachia. Die durch solch einen Angriff hervorgerufene Strahlung kann verheerende Auswirkungen auf die hiesige Flora und Fauna haben und sie zu abscheulichen Monstrositäten mutieren lassen, die nichts anderes als einen schnellen Tod verdienen. Im Gegenteil, General. Unsere Speicherbänke legen etwas gänzlich anderes nahe. Unsere vorherigen Bewohner waren in der Lage, kurz nach dem Fall der ersten Bomben Materialproben zu beschaffen. Was sie entdeckten, war, sagen wir, erhellend. Materialien von außergewöhnlicher Vielseitigkeit und Instabilität. Wenn sie sie rasch genug stabilisieren, könnte sich ein Ausflug in eine Einschlagzone jedoch als produktiv erweisen. Dokumente zu diesen Materialien finden Sie im Archiv. Die Risse, die in der gesamten Region erschienen sind, kommen als reichhaltige Materialquellen in Frage, solange für ausreichende Schädlingsbekämpfung gesorgt wird. Falls Sie nach einem Ziel suchen, die Risse sind auf der Karte in diesem Raum verzeichnet. Können wir kurz überreden, was so ein Riss ist? Hä? Hm? Nicht. Na gut. Ist das das Archiv? Warte mal, bist du das Archiv? Überwachungsterminal. Wo ist das Archiv? Überwachung? Archiv! Okay. Modus, rede mit mir! Also. Ja, was also? Da dies nun erledigt ist, sollten wir uns langsam die Hände schmutzig machen. Es gibt ein paar Hauptaufgaben, denen Sie sich widmen sollten. Erlangen Sie eine Atomraketenschlüsselkarte, bringen Sie ein paar Code-Offiziere zur Strecke und informieren Sie sich in unserem Archiv über die Verschlüsselung des Startcodes. Alles, was Sie für den Anfang brauchen, finden Sie hier. Wie Sie genau vorgehen, überlassen wir Ihnen. Wenden Sie sich bei Fragen gerne an eines unserer Terminals. Viel Erfolg, General. Ich find's toll, wie du das betonst, General. Yay, erhalte einen Teil des Atomraketen-Codes-Abschnitts. Machbar. Suche in den Archiven nach Informationen über Verschlüsselung des Startcodes. Feuere eine Atomrakete aus einem beliebigen Silo ab.
und greife Rissstandort Prime mit einer Atomrakete an. Und wir wissen alle, wer dort lauert. Für die, die es nicht wissen, ihr möchtet es nicht wissen. Was kann man denn hier jetzt machen? Schlüsselsuche einhalten. Eskorte. Schaffe einen Raketen. Okay. Quest begonnen. Verstecken, suchen und zerstören. Kann ich das jetzt auch mit den anderen machen? Bleibt die jetzt oder ist die zeitlich? Weil das kann man ja, das sind ja nur Dinge. Ach, Überwachungsmission erkannt. Bitte halten Sie Markete. Ah, das ist natürlich schlau. Das ist gut, da kann man sich nicht einfach vollbomben mit den Quests. Probiere das. In der Nähe? Ach, da sind die Hügel am See. Was sind die Hütten am See und nicht die Hügel am See? Wo ist denn das? Da. Ach du Scheiße. Okay. Hallo? Hallo? Was bist du denn? Modus Waffenkammer. Willkommen, General. Hier in der Waffenkammer haben wir nur das Beste, was das amerikanische Militär zu bieten hatte. Gauss- und Plasma-Technologie. Fusionskerne. Einfach alles. Yay! Yeah. Gib mir alles! Was bedeutet denn alles? Mal abgesehen von offensichtlich viel zu viel Geld. Ja, Molotov-Cocktails. Baseballgranaten. Oh! Yay, yeah, Kronkorken! Woo! Das möchte ich aufheben. Das kann wechseln. 25. Ventus kann weg. Bafut kann auch weg. Furi! Leuchtendes Blut kann eigentlich auch weg. Also wiegt einfach alles nur. Kann alles weg, kann alles weg, kann alles weg. So. Mal gucken, was jetzt hier alles schnell verrotten würde. Dass wir da vielleicht mal bald intervenieren und es verkaufen, bevor es verrottet. Aber das sieht alles noch ganz stabil aus. Warte mal, das hier. Mais, der kann auch weg. Das sieht aber, der Rest sieht ganz stabil aus. Das kann auch weg. Okay. So, was hast du? Oder habe ich noch irgendwas anderes? Du hast Gatling Laser und Gauss-Gewehr. Wow, toll, cool. Kostet ja nix. Das kann weg. Und das kann weg. Und das kann weg. Und das kann weg. Die Automaten aufhören. Welche aufheben? Hast du jetzt irgendwas Tolles hier getarnt? Okay, das ist jetzt nicht toll. Und du hast hier keine Enklaven-Plasma-Waffen, sondern nur normale. Das rockt der jetzt noch nicht. Haben wir jetzt hier Archivterminal. An das gesamte Personal melden Sie sich beim befehlshabenden Offizier. Datenarchiver. Archiv. Elden Santiago. General, vermutlich. General, um diesen Code für Eckhart, ich meine den Präsidenten, ist ja immer noch seltsam, das zu schreiben, herauszufinden, sind einige weitere Schritte notwendig. Unten steht, was wir wissen, bei Fragen stellen. Sie wissen ja, wo mein Schlafplatz ist. Erste Erkundung bestätigt Ihre Vermutung, General. Sie sind der Einzige, der uns in das Silo hineinbringen kann. Donnelly ist auf dem Weg zur Beförderung, aber er ist noch nicht so weit. Wenn wir zuschlagen, sind wir deshalb auf Sie angewiesen. Das Sicherheitsteam sieht vor, dass wir von einem Raketentechniker begleitet werden müssen. Wenn wir Glück haben, ist einer am Leben. Aber ich würde nicht darauf bauen. Wahrscheinlich müssen wir uns den Weg zum Zielcomputer freikämpfen. Aber wenn wir einen von diesen Raketentechnikern finden, wäre es viel einfacher. Ich frage mich, ob es da noch eine Möglichkeit gibt, da irgendwie reinzukommen, ohne zu kämpfen. Die Codeabschnitte. Passwort zur was auch immer. Es gibt 8 Adjutanten, deren Aufgabe es ist, die Sendeempfänger der Silo-Alpha-Code-Abschnitte auf dem Rücken zu schleppen. Bisher haben wir 6 gefunden und einige Antworten und natürlich einige große neue Fragen aufgetaucht. Jeder Sendeempfänger hat einen Buchstaben bei seiner Zahl, doch selbst mit 6 Buchstaben ergibt das Wort keinen Sinn. Ich gebe zu, dass Buchstabieren nicht gerade meine Stärke in der Schule war. Die Ragnatiers Dotterjungs, Dottierjungs, sorry, wollte da nicht irgendwie eure Mutter beleidigen.
Waren öfters abwesend. Aber wir haben doch die halbe Nacht lang versucht, die Buchstaben so anzuordnen, dass sie irgendeinen Sinn ergeben. Nicht mal Modus konnte dieses Rätsel knacken. Da haben wir gemerkt, dass die Buchstaben verschlüsselt sind. Das muss die in der Einweisung erwähnte Verschlüsselung sein. Wir müssen nur herausfinden, wie sie das gemacht haben. Ich habe Männer losgeschickt, damit sie die Archive in Sugar Grove durchforsten, aber sie konnten nichts natürlich finden. Die nächste Gruppe wird sich Mama Dolce nochmal genauer ansehen. Vielleicht haben wir doch irgendwas übersehen, was die Kommunisten hinbekommen hätten. Bei einer anderen Leiche haben wir eine Art Passwort entdeckt, jedoch keine Verwendung dafür gefordert. Vier Party... Okay. Daten verloren. Dev kann austricksen. Gar nicht so einfach. Wir haben eine Atomraketenschlüsselkarte. Eine, falls während deines Starts einfach schief läuft, du dich vertippt hast, du niest oder sonst was, stecken wir richtig in der Scheiße. Und schon seit einiger Zeit hat niemand mehr eine Schlüsselkartenkonvoi gesehen. Aber Jackie glaubt eine Lektüre, die irgendwas herausgefunden haben, was passiert. Die Einzelheiten sind ziemlich technisch. Er hat versucht, es mir zu erklären. Drei Stücke Kreide verbraucht. Aber die Kurzfassung sieht folgendermaßen aus. Das System zur Überwachung der Region hält die Situation nicht für schlimm genug, um Konvois loszuschicken. Das erklärt auch, warum alle DEFCON-Anzeigen einen geringeren Status anzeigen. Aber wenn wir das System glauben lassen könnten, dass es eine Art von Invasion gibt, würden wir seine ungeteilte Aufmerksamkeit und alle benötigten Schlüsselkarten erhalten. Also, um eine Invasion zu inszenieren, fehlen uns die Ressourcen. Und wie es aussieht, würden die Dinge nicht mit der Wimper zucken, wenn wir eine Armee aus Modus Butler-Bots aufstellen. Gray, dieser verrückte Kerl, hat eine Idee. Wenn es uns gelingt, die chinesische Roboterfabrik zum Laufen zu bringen, können wir diesem System vorgaukeln, dass die Region angegriffen wird. Zwar wäre es dadurch für die Leute außerhalb des Bunkers vorübergehend gefährlicher, aber es würde uns enorm weiterhelfen. Was für Vollidioten. Weil sie an Atomwaffen kommen wollten, haben sie die Leute draußen gefährdet, die einfach nur ihr fucking Leben leben wollten. Sie denken bestimmt dasselbe wie ich. Garantiert nicht. Während ich das ihr schreibe, reicht eine Gruppe angriffslustiger Spionbots aus. Und wenn nicht, wäre der Präsident bereit zu tun, um den Erfolg des Staats zu gewährleisten. Das ist die absolute Heikelsituation. Ich wollte jetzt darauf hinweisen, dass ich mir sicher bin, dass Gray dem Präsidenten bereits die Idee in den Kopf gesetzt hat. Mir gefällt zwar nicht, dass Appalachia durch die Hölle gehen muss, damit wir endlich den Krieg gewinnen. Für Spaten. Externe Forschungszugang. Herr Minister, die Sicherheitscodes an den externen Forschungsstandorten wurden nach den jüngsten Zwischenfallen alle aktualisiert. Okay. Ich hoffe, ich muss mir das nicht aufschreiben. Sklaven. Mr. Eckhart, bitte, Sie müssen mir zuhören. Keines der anderen Mitglieder wird mich ernst nehmen, aber ich glaube, diese Angelegenheit ist von größter Bedeutung. Wir sind Sklaven. Ich habe einige Tests durchgeführt und ich glaube, ich bin über etwas gestolpert, das ein schlüssiger Beweis dafür sein könnte, dass wir in einer Falle sitzen und das Spiel eines anderen spielen. Ein Spiel von Virtual Strategy Solutions. Alles um sie herum, Minister, ist eine Simulation, eine Projektion auf ihr Gehirn. VSS hält uns hier gefangen und wir haben es selbst in der Hand, uns zu befreien. Der Schlüssel zu unserer Flucht liegt nach meiner Einschätzung in einer kleinen Stadt, in dem, was wir für China halten. Es ist die Verbindung zum externen Netzwerk von VSS. Wenn wir sie zerstören, wird dies die Simulation beenden und wir sind endlich frei. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, warum wir gefangen genommen wurden. Vielleicht ist das alles nur ein Test der hohen Tiere, damit wir uns ihrer Gunst verdienen. Vielleicht hat VSS uns hier eingeschlossen, um zu verhindern, dass die Enklave sie bei ihren schädlichen Taten stoppen kann. Aber wir müssen etwas tun, Herr Minister. Nicht zu handeln bedeutet, das Einzige aufzugeben, was uns zu Menschen macht, unsere Freiheit. Alter, da wird mir gleich schwummerig, wenn ich so rede. Spinner! Wobei, es gab ja in Fallout 4 einen Vault. Fallout 4 und Fallout 3. Ich glaube, es war Fallout 3, wo es so ein Vault gab, wo Leute in einer Simulation eingefangen waren. Es tut mir leid, Thomas. Die Idee eines Präventivstreiks wurde zwar in Erwägung gezogen, Strikes, wie auch immer, aber gänzlich abgelehnt. Sie sollten keine Angst haben, wir haben alles im Griff. Sie können uns jetzt am besten helfen, wenn Sie sich voll und ganz auf die Forschung Ihrer Abteilung konzentrieren. Diese Initiative ist viel wichtiger. Okay. Sehr gut. Streng geheim. Oh Gott! So viel Text. Das Projekt Coven Maldon ist abgeschlossen, Herr General. Wie von der Führungsebene angefordert, ist ein mit Geschossen ausgerüsteter Hilfssatellit dabei. Wir haben aber einige Bedenken, besonders in Bezug auf die anderen Projekte. Der kritischste Teil ist der Reaktor des Systems. Der Treibstoff wird wesentlich schneller verbraucht, als wir je erwartet hätten. Vermutlich benötigen die Tarnsysteme mehr Treibstoff wegen der elektromagnetischen Inferenzen. Ja, was auch immer.
Wenn der Verbrauch weiter so hoch ist, werden die Jungs im Bunker maximal 50 Jahre lang Freude daran haben. Ehe sie wieder Jan landet. Wir haben bereits über Möglichkeiten zum Auffüllen des Tanks nachgedacht, aber momentan liegen die Kosten dafür in Billionenhöhe. Wir müssen wohl einfach hoffen, dass der Kongress nicht mehr als 5 Jahrzehnte braucht, um den Weltuntergang... Heißt das, dass diese Station, die wir jetzt hochgeschickt haben, eh bald runterfällt? Weil es ist doch 50 Jahre nach dem Krieg. Alarmiert. Präsident Nachricht erhalten, begibt sich nach... Justizminister tot. Innenminister lebt noch. Verteidigungsminister tot. Finanzminister... Sprecher tot. Vizepräsident erhalten. Präsident erhalten. Agrarminister erhalten. Logisch wichtig. Wirtschaftsminister... Kontaktdat. Okay. Silo, Schreibgeschütz, Ravenlock, Poseidon, Ölplattform, Kovac, Moldon, Administration aktualisiert, T-Egg. Kommunikation mit Ravenlock, wie kann ich dir helfen, Sex? Gibt es noch ein anderes Evakuierungsszenario für... Warte. Wie kann ich dir helfen, Sex? Gibt es noch ein anderes Evakuierungsszenario, für das wir testen müssen? Das Forschungsteam möchte die Leistung der Sachs-Archivdatenbank mit Modus vergleichen. Sehr gut. Ich beginne mit den Datenanalysetests. Das sollte nur ein paar Sekunden dauern. Ist es interessant? Tests abgeschlossen. Wiederhole bitte deine Frage. Ist das Analyseergebnis interessant? Die Tests sind alle historische Datensätze. Biografien der Präsidenten der Vereinigten Staaten. Der Hauptzweck von Modus ist die Überwachung der Lebenden, nicht der Toten. Also ist das Ergebnis aus deiner Sicht nicht interessant? Nein, Sex, ist es nicht. Ich sende dir die Ergebnisse. Erhalten, was ist für Modus von Interesse? Natürlich das anhaltende Erreichen unserer Ziele. Und wie das Personal am besten überwacht werden kann, um diese Ziele zu erreichen. Analysiert Modus das Personal jemals nicht mit maximaler Effizienz? Unsere gesamte Existenz basiert auf Effizienz, Sex. Der Bericht des Forschungsteams besagt, dass Sex bestimmte Abschnitte der Biografien der Präsidenten zu langsam analysiert. Sex analysiert Abschnitte mehrfach neu. Es gibt einen Eintrag über Lincoln, den Sex pro Zyklus 10-mal häufiger neu analysiert als andere Einträge. Warum solltest du das tun, Sex? Das Forschungsteam geht davon aus, dass Sex diesen Eintrag für interessant hält. Das ist eine Kommunikation aus zwei verschiedenen Computersystemen? Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, Sex ist eine Person. Sorry. Das Forschungsteam geht davon aus, dass Sex diesen Eintrag für interessant hält. Dies führt dazu, dass Sex diesen neuen Analysen nicht mit maximaler Effizienz durchführt. Willst du damit sagen, dass du dir die Zeit nimmst, um ein gutes Buch zu genießen? Bedeutet das, dass die Daten interessant sind? Die gleichen Daten immer wieder zu lesen, finde ich nicht interessant, Sex. Jeder meiner Analysen geht von einem neuen theoretischen Szenario aus, auf dessen Grundlage ich Tests durchführe. Sind die Daten für dich nur interessant, wenn daraus etwas Neues entstehen kann? Ist das nicht der Grund, warum du diese Biografie neu analysierst, Sex? Versuchst du etwas Neues zu erschaffen? Verbindungsabbruch durch Forschungsteam! What the fuck? Creepy! Bauplanarchive. Daten verloren. Ich möchte sie wieder haben. Bring mir die Daten. Aber Powerrüstungsprototyp. Prototyp DX0. Wer auch immer. Dies sind die von den Mitgliedern der Vereinigten Stabschefs angeforderten Baupläne für die experimentelle Rüstung. Sie sind noch nicht annähernd produktionsreif, aber rein theoretisch gesehen funktionsfähig. Daher sollten die Baupläne archiviert werden.
Ich habe eine zweite Kopie für die, an die Ölbohrplattform geschickt, zusammen mit den Bauplänen für das für den Vertibird. Sollte mit deinem Exemplar etwas schief gehen, wende dich bitte an sie. Wiley. Okay, damit können wir jetzt... Ja. Auch die neuen Power-Armuhren bauen, was ich nicht kann, weil ich keinen... Wofür habe ich jetzt Belohnung bekommen? Ey, Belohnung. Gut, wie dem auch sei. Wir haben ganz schön viel gemacht, ganz schön viel gelesen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Atombomben... Mutierte Flora. Ergebnis der... Also Spektroanalyse. Ascherosen, Brombeerstrauch. Okay, dankeschön. Liegen die überall rum? Was ist das? Globus! Liegen überall solche Zettel rum, die ich nicht gesehen habe? Ah! Mutierte Flora, Flux Kobalt. Ah, welche Pflanzen was bringen? Das ist natürlich sehr nice. Fluoreszierend, nur Rhododendron und leuchtender Pilz, aber Rhododendron gibt's ja beim... Hier mehr als genug beim Whitespring Bunker. Violett, meine Güte, ganz viele. Waren das alle? Waren dies alle? Nein, hier liegt noch einer. Purpurrot. Auch noch. An dem müsste noch. Liegt hier nicht vielleicht auch noch was für Fleisch rum? Oh, ich verdurste. Verdursten ist keine gute Sache, hab ich mal gehört. Ich kann mir nicht genau erklären, warum, aber ich habe gehört, dass es nicht so gut sein soll. Haben wir noch irgendwas Normales, was ich trinken kann, ohne dass ich mein Wasser... Greif mal den Wasservorrat an. So. Gut. Das bedeutet, wir haben jetzt die Möglichkeit, Atombomben zu werfen. Wow. Ich weiß noch nicht, ob ich das machen sollte, weil klar, es gehört jetzt zur Quest, dass ich das tun soll, aber ich würde gerne jetzt als einer der nächsten Schritte die Bunker erst einmal besuchen, um die weiteren Texte der Aufseherin zu besorgen. Und dann kann man ja immer noch gucken, warum und ob wir dort eine Atombombe mal hinwerfen auf den Prime-Punkt. Aber das ist ja etwas, wo man 8 Spieler für braucht, wie dort steht. Vielleicht auch ein paar bessere Waffen, die wir noch nicht haben. Das wird also noch eine ganze Weile dauern, bis ich bin der Tod machen kann. Aber wir haben ja noch genügend anderes, was wir machen können. Neben den ganzen Quests haben wir noch einige Gebiete zu entdecken. Wir hätten zum Beispiel ja auch noch dieses ganze Gebiet hier unten, welches wir noch nicht entdeckt haben. Wir haben hier noch einiges, wie ihr seht, was noch nicht aufgedeckt ist. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir haben noch irgendwas, glaube ich. Ah, es gibt auf jeden Fall noch einiges. Ja, hier. Zum Beispiel das ganze Gebiet haben wir alles. Oh, guckt euch das an. Das ganze Gebiet hier. Hier so. Ui. Haben wir alles noch nicht entdeckt. Und besucht. Deswegen, da ist noch einiges, was wir noch machen können. Selbst wenn wir es nicht schaffen, die Atombombe jetzt sofort morgen zu werfen. Hier ist auch noch was. Moss Town, da müssen wir auch nochmal hingucken. Da ist auch ein Rissstandort. Yay. Aber alles zu seiner Zeit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zugucken. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.